ist Extra, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehre. Guten Abend. Willkommen zu Extra 3. Vielen herzlichen Dank. Es ist Mittwochabend. Hier ist eine neue Folge von Extra 3. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, es war eine turbulente Woche schon bis heute. Der Streik bei der Lufthansa hat am Dienstag Frankfurt, München und Berlin lahmgelegt. Bei Berlin hieß es aber, hätte es eher symbolischen Charakter. Das glaube ich auch. Wovereit hat sich wahrscheinlich schon gewundert. Wie, was, Streik? Ich wusste gar nicht, dass hier in den letzten 2 Jahren mal was gelandet ist. Ja, viele Fluggäste sind aber ganz schön sauer, haben so einen Hals. Die Deutschen haben im Prinzip nichts gegen Streik, aber viele sagen halt Streik gut und schön, aber muss man dabei wirklich komplett die Arbeit niederlegen? Ja. Ging es nicht irgendwie anders? Ich glaube, es gäbe nur einen Streik, der uns Deutsche noch empfindlicher treffen würde als ein Streik beim Flugpersonal, und das wäre ein Streik an der Tankstelle. Ja, das wäre ganz schlimm. Oh ja, das Auto ist immer noch unser beliebtestes Fortbewegungsmittel. Und damit kommen wir auch zu unserem ersten Film. Es geht um Autos, besser gesagt um eine Straße. Nein, ganz konkret geht es um die berüchtigte Straßensondernutzungsgebührenverordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Das Wort gibt es wirklich, das haben wir uns nicht ausgedacht. Ja, das heißt so. Mecklenburg-Vorpommern. Daniel Sprenger und Jakob Leube. An der Landstraße 263 bei Menzlin wohnt Hartmut Möde. Und das ist die Auffahrt, über die er auf sein Grundstück kommt. Und hierfür soll ich jetzt 41 Euro Sondernutzungsgebühr bezahlen. Wir sind hier schon immer ansässig und sind immer auf die Straße raufgefahren. Und jetzt sollen wir eine Sondernutzungsgebühr bezahlen. Versteht kein Mensch. Dabei ist das doch ganz einfach. Seit 2009 gilt in Mecklenburg-Vorpommern die STRSNG-EBVO, die Straßensondernutzungsgebührenverordnung. Und der Mensch, der die versteht, ist der Chef vom zuständigen Straßenbauamt in Stralsund. Die Straßensondernutzungsgebührenverordnung gleitet oder formt aus die Gebühren für die Straßensondernutzung. Jetzt ist die Frage, was ist eine Straßensondernutzung? Das fragen sich auch diese Anwohner der Landstraße, die Senioren vom betreuten Wohnen. Weil es dort 17 Wohneinheiten gibt, ist die Straßensondernutzungsgebühr entsprechend höher. Diese Auffahrt soll uns im Jahr an die 1000 Euro kosten. Und das ist für unsere Mieter hier im Objekt einfach nicht tragbar. Dann steigt durch die Gebühr eben ihre Miete. Regeln sind nun mal Regeln. Außerhalb der geschlossenen Ortschaften dient die Straße hauptsächlich dazu, von A nach B zu gelangen und nicht, um Grundstücke zu erschließen. Wo das der Fall ist, liegt eine Sondernutzung vor. Merke, auf der Landstraße fahren ist für die Senioren gebührenfrei. Für ihre Auffahrt aber müssen sie Gebühren zahlen, wegen der Sondernutzung. Das ist doch wohl verständlich, oder? Für mich nicht. Und wieso nicht? Erstens können keine von unseren alten Leuten selbst noch ein Fahrzeug bedienen. Zweitens kann man auf solche Kleinigkeiten keine Rücksicht nehmen. Und drittens können Sie froh sein, dass Sie nicht noch viel früher zur Kasse gebeten wurden. Das gilt übrigens auch für den Herrn Möde. Ja, er kann im Prinzip froh sein, dass er über Jahre, Jahrzehnte hinweg noch nicht durch eine Gebührenverordnung belastet wurde. Genau, dann regen Sie sich jetzt mal nicht über Gebühr auf. Herrlich! Wahlkampf in den USA! Hallo! Ja, dankeschön. Ich find's großartig. Hey, du auch hier. So ist das in den USA. Beim Parteitag, Jubel, Fanfaren, Luftballons, Konfettiregen. Ja, und immer werden Leute im Publikum erblickt. Hey, auch du hier. Toll. Leider ist sowas beim Wahlkampf in Deutschland nicht möglich. Steinmeier im Konfettiregen geht nicht. Sieht gar nicht aus. Da denken alle, der Mann hat Schuppen. Es ist in Deutschland was anderes. Jetzt kommen ja die Frauen alle ran. Michelle Obama hatte ihren großen Auftritt. Sie hat ihren Mann gelobt und die Demokraten waren absolut hingerissen.
Und bei den Republikanern ist die Frau von Romney aufgetreten, hat erzählt, wie sie ihren Mitt kennengelernt hat. Tausende in der Halle haben gejubelt. Können Sie sich sowas in Deutschland vorstellen? Dass einer ruft, kommt alle ins Volksparkstadion. Da erzählt die Frau von Olaf Scholz, wie sie ihn zum ersten Mal geküsst hat. Käme keine Sau. Mitt Romney ist ja übrigens Mormone. Ja, gut, ich meine, nicht, dass andere Religionen weniger bescheuert wären, aber es ist schon speziell, was die Mormonen glauben. Die glauben allen Ernstes, dass Amerika schon gleich nach dem Turmbau zu Babel von Israeliten besiedelt wurde, die aber dann ausgestorben sind, und dass ein Engel den amerikanischen Männern aufgetragen hat, mehrere Frauen gleichzeitig zu heiraten. Diese Kirche nennt man auch Kirche der Heiligen der letzten Tage oder Church of Latter-day Saints, abgekürzt LDS. Obwohl die Ideen eher nach LSD klingen. Ja, ganz genau. Und dann hat Romney natürlich noch von seinen Eltern erzählt. Das müssen die Kandidaten in Amerika auch immer machen. Von den Eltern erzählen und Kinderfotos zeigen. Und Romney hat dabei wirklich ekelhaft berechnet, genau nach Drehbuch 2 Tränen verdrückt. Gäb's hier auch nicht. Ja? Angela Merkel, die würde sagen, ihr wollt 2 Tränen? Hier sind Rösler und Westerwelle. Und es gäbe auch keine Kinderfotos von Merkel. Gäb's nicht, Kinderfotos von Merkel, wo sie dann als Baby liegt. Können Sie sich das vorstellen? Merkel auf dem Flocati als Baby im pastellfarbenen Hosenanzug. Am Ende hat Romney natürlich auch die Geschichte erzählt, die die Amis immer und immer wieder hören wollen. Die Aufsteigergeschichte. Ich habe in einem kleinen Keller gelebt. Ich habe mich von ganz unten durch die Wirtschaft hochgearbeitet. Ich war Mormonenbischof, ich war Topbanker, ich war Unternehmensberater. Ich bin Selfmade-Millionär. Stellen Sie sich das bei Andrea Nahles vor. Was soll Andrea Nahles sagen? Oh, ich bin in der Eifel geboren, ich bin in die SPD eingetreten und nie mehr rausgekommen. Fertig. Romney will natürlich, das war ja klar, Romney will natürlich Obamas Krankenversicherung wieder kassieren. Er glaubt halt nicht an Krankenversicherung. Er glaubt an den amerikanischen Traum. Und das heißt, man hilft sich selbst. Auch bei Krankheit. Wer was mit dem Bein hat, der humpelt halt auf dem anderen Bein weiter. Ne? Wer was mit dem Arm hat, der arbeitet halt mit dem anderen Arm weiter. Und wer was mit dem Gehirn hat, der kriegt halt einen Posten bei den Republikanern. Ein Oberkandidat. Man denkt, es ist zu irre, um wahr zu sein. Dieser Kandidat ist zu irre, um wahr zu sein. Denkt man unwillkürlich. Ja? Und wenn Sie dieses Gefühl haben, liebe Zuschauer, dann kann ich Ihnen sagen, damit liegen Sie gar nicht so falsch. Denn die ganze Wahrheit über Mitt Romney, die kennt noch keiner. Bis heute. Tampa, Florida, vergangene Woche. Die Republikaner feiern ihren Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Was keiner weiß. Er ist ein Scherzkandidat von uns. Von Extra 3. Rückblende. Eine ganz normale Redaktionskonferenz bei Extra 3. Die Frage wie immer, wohin mit den Millionen an Gebührengeldern? Der Praktikant hat die Antwort. Die Redaktion schickt ihren eigenen Kandidaten ins Rennen ums Weiße Haus. Und er soll ihn spielen. Rolf Rallenberger, Halbtagskraft in der NDR-Kantine. Ich war total baff. Ich kann zwar ganz gut Englisch, aber von Politik habe ich keinen blassen Schimmer. Ich wollte immer schon mal nach Disneyland. Da habe ich gesagt, okay, für eine Freikarte bei Mickey Mouse mache ich euren Quatsch mit. Schon auf dem Flug in die USA macht sich der vermeintliche Kandidat mit billigen Wahlkampfgeschenken beliebt. Er hat es auch bitter nötig bei der Biografie, die sich Extra 3 für ihn ausgedacht hat. Wir behaupten, unser Kandidat ist irgend so ein stinkreicher Schmierlappen, der so gut wie noch nie Steuern gezahlt hat, der nicht nur die Steuern für Reiche senken, sondern auch die Krankenversicherung für Arme abschaffen möchte. Kurzum, irgend so ein Kandidat, den kein normal denkender Mensch jemals wählen würde. Also, ich habe alles getan, um mich hier unbeliebt zu machen. Hab im Fernsehen gesagt, dass mir die Armen egal sind. I'm not concerned about the very poor. We have a safety net there. If it needs a repair, I'll fix it. Und dann war ich so dreist und habe jemandem vor laufender Kamera eine Wette über $10,000 angeboten, als wären's Peanuts. $10,000 bucks. $10,000 bet.
Wer mag schon so einen beknackten Angeber? I drive a Mustang and a Chevy pickup truck. Anne drives a couple of Cadillacs actually. Meine Frau fährt ein paar Cadillacs, darauf muss man erst mal kommen. Und keiner hat was gemerkt. Nicht mal, als ich dann gegen Schwule, Ungläubige, Palästinenser und gegen Abtreibungen gewettert habe. Naja, anscheinend kommt das bei den Amis ganz gut an. Unfassbar. Wenn er so weitermacht, landet der Extra-3-Kandidat noch im Weißen Haus. Also wenn man bedenkt, wie viele Fehler er gemacht hat, wie ungeschickt er aufgetreten ist, dann sind die Chancen erstaunlich gut. Er ist nämlich auf Augenhöhe mit dem amtierenden Präsidenten. Aber was machen Sie denn, wenn er jetzt wirklich zum Präsidenten gewählt wird? Ja gut, er wird nicht sofort einen Krieg anfangen, ne? Barbara, sind wir eigentlich haftlich versichert? Vielleicht entdecken die Amerikaner ja doch noch, dass Mitt Romney nur ein Witz ist. Ein Beitrag von Alicia Anker und Julian Amerci. Weitaus interessanter als Mitt Romney war ja Clint Eastwood, ne, der auf dem Parteitag der Republikaner angeregt mit Konkurrent Obama diskutierte. Schade nur, dass Obama gar nicht anwesend war. So, Mr. President, how do you handle promises that you made when you were running for election, and how do you handle it? I mean, what do you say to people? Kann man mal fragen. Oje. Bemerkenswert fand ich gar nicht, dass er mit einem leeren Stuhl geredet hat. Bemerkenswert fand ich, der Stuhl hatte die besseren Argumente. Es ist erstaunlich, wie eloquent so ein Stuhl wirken kann, wenn man einfach mal Clint Eastwood daneben stellt. Aber es ist eine ganz neue Perspektive, die Clint Eastwood uns hier aufgezeigt hat. Man kann auch einfach mal mit einem Möbelstück reden. Und ich finde, Republikaner sollten das grundsätzlich so handhaben. Ja? Da kann man mal drüber nachdenken. Wer meint, dass ein staatliches Gesundheitssystem, was mit Kommunismus zu tun hat, dass Waffentragen ein Menschenrecht ist und Gott Amerika den Auftrag gab, den Irak zu überfallen? Ja, ich denke, der wird uns allen damit einen Gefallen tun, grundsätzlich mehr mit Stühlen zu diskutieren. Ich glaube, die Welt wäre ein friedlicher Ort. Ich meine, das wird bei uns garantiert nicht Mode, oder? Kann man sich sowas vorstellen? Merkel trifft sich mit einem leeren Sessel? kann man sich doch vorstellen. Ich nehme alles zurück. Natürlich gibt es auch bei uns heimliche Stars. Wir wollen nicht so tun, als wäre hier überhaupt niemand charismatisch in der deutschen Politik. Es gibt auch bei uns Politiker mit dem gewissen Glamour-Faktor und dem Sex-Appeal, den es braucht. Man findet sie nicht in der ersten Reihe, man findet sie auch nicht in der zweiten, vielleicht nicht unbedingt in der dritten Reihe, aber in der vierten und fünften Reihe der Politik findet man sie durchaus. Wussten Sie zum Beispiel, dass wir in Deutschland einige Schlagersänger haben in der deutschen Politik? Stimmt wirklich. Wirkliche, wahrhaftige Schlagersänger. Janina Kalle hat den Beweis. Die Hitparade der Volksvertreter. Und hier ist Ihr Gastgeber, Karl Moy. Ja, super. Ja, servus miteinander. Ich habe heute was ganz Besonderes für Sie. Singende Politiker. Es heißt ja immer, dass viele von denen Volksvertretern eigentlich nur drittklassige Unterhaltungskünstler sind. Und wissen Sie was? Das stimmt sogar. Hier ist unser Platz 3. Aus dem Hamburger Rathaus Katharina Wolf, Bürgerschaftsabgeordnete von der CDU. Auf geht's, Kathi. Super, Kathi. Wer so schön singt, wen interessieren da noch die Inhalte? Aber unser Platz 2, der geht an Tobi Thalhammer von der FDP. Wenn er nicht parlamentarischer Geschäftsführer im Bayerischen Landtag ist, dann singt er. Geh, Tobi. Der Vorteil an der Singerei, gerade beim Thema Schlager, ist, dass man eben sehr nah an den Menschen ist. Ja, und deshalb weiß der FDP-Tobi auch, was den Menschen wirklich nahe geht. Hört's halt einmal. Ja, Riesenhit, Tobi, aber vor dir liegt unser Platz 1 und das ist unsere Claudia Jung. Auf geht's! Die ist für die Freien Wähler im bayerischen Parlament ein ganz fesches Madel und frauenpolitisch auch ganz weit vorne. Ich bin Mutter.
Ja, die Claudia Jung, die ist unser verdienter Platz 1. Die verarbeitet in ihren Liedtexten auch ihren Alltag im Parlament, gell? Die sagt, wie man es als Politiker macht. Das war's auch jetzt schon wieder mit unserer Hitparade der Volksvertreter. Führt ihr miteinander. Unfassbar. Ein Film von Janina Kalle. Meine Damen und Herren, der Streit um die Steuer-CDs aus der Schweiz hat ein prominentes Opfer gefordert. Schnarre. Ja, Entschuldigung, wenn ich jedes Mal hier Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sagen muss, da kommen wir mit der Sendezeit nie hin. Also, Schnarre wollte ja den Ankauf von Steuer-CDs unter Strafe stellen und Parteichef Rösler hat sie gestoppt. Zu diesem Thema begrüße ich nun unseren Statistikexperten Klaas Butenschönenborn. Klaas, willkommen. Klaas, sag uns doch, was haben die Deutschen eigentlich für eine Haltung zum Thema Steuerdaten-CDs? Ja, Christian, zunächst einmal haben wir Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger befragt. Wir wollten von ihr wissen, warum wollen Sie den Ankauf der Steuer-CDs verbieten? Leuthäuser meinte, ich kann gerade nicht, fragen Sie die Schnarrenberger. Und Schnarrenberger sagte, naja, wenn wir weiter Daten von Steuerhinterziehern kaufen, sitzen bald alle FDP-Wähler im Gefängnis. Tja, daraufhin haben wir uns mal direkt an die Schweizer gewandt und 1000 Schweizer Bürger Folgendes gefragt. Wie finden Sie, dass die Deutschen so viele CDs aus der Schweiz kaufen? 17% sagten, finde ich gut, solange sie nur CDs von DJ Bobo kaufen. 32% meinten, kauf doch lieber die Daten derjenigen, die ihr Geld legal in die Schweiz bringen, da reicht auch eine Single. Und 51% sagten, ich bin gar kein Schweizer, ich bringe nur kurz mein Geld hierher. Nun ja, zum Schluss wollten wir dann von den Deutschen wissen, soll unsere Regierung weiter gestohlene Daten-CDs kaufen oder mit der Schweiz über ein Steuerabkommen verhandeln? Darauf sagten 100%, also, bevor wir uns mit Kriminellen einlassen, sollten wir lieber weiter die CDs kaufen. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas. Guten schönen Morgen. Danke, danke. Und was sonst noch wichtig war, diese Woche, da sehen wir wie immer in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Da ist er, Raphael der Retter. Ach was, Retter, Jesus ist da. Ja, ist ja auch der Messias, ne? Der verlorene Sohn ist zurück. Erstmal ein paar Tränen in den Augen und ziemlich viel Gänsehaut. Denn Fußballgott Van der Vaart weiß, was dem HSV Erlösung bringt. Da muss wieder ein neuer, guter Vibe kommen in die Mannschaft. Und seine gute Vibe hat er zum Glück gleich mitgebracht. Halleluja. Also ich bin hier auch, ich laufe hier rund, als ob ich schwebe. Jetzt muss bloß noch irgendwer die Tore schießen. Castingshow bei den Grünen. Welche dieser drei temperamentvollen Politschnuckis darf in den Bundestagswahlkampf an der Seite des trockenen Trittin? Darüber werden zum ersten Mal die etwa 60.000 Parteimitglieder in einer Urwahl entscheiden. Tja, liebes Grünen-Mitglied, wer soll nun dein Herzblatt sein? Ist es Kandidatin 1, die Kessel Katrin, mit ihrem Hang zur Sozialpolitik und ausgedehnten Spaziergängen? Oder Kandidatin 2, die resolute Renate, die auch deinen Ökoteller vor gefälschten Bioprodukten schützen kann? Ich kann das. Oder doch Kandidatin 3, die crazy Claudia, die einfach immer da ist, wo Kameras sind? Ja, liebes Grünen-Mitglied, jetzt musst du dich entscheiden. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im grünen Land? War sonst noch was? Ach ja, die Senioren in Israel, die sind ja sowas von piesig, ey. Relaxed. Mehr als 9000 Rentner in Israel bekommen Cannabis auf Rezept. Ich kann dann in Ruhe hier sitzen und lesen. Ich fühle mich nach dem Kiffen großartig.
Und guck mal, der Typ hier. Sag mal, war der auch gerade in Israel, oder was? Völlig durchgekrallt. Ja, manchmal denke ich, wir Deutschen sind schon seltsam. Wir brauchen gar keine illegalen Substanzen. Ja, wir wollen zum Beispiel saubere Umwelt, aber kaufen seit Jahren immer fettere Autos mit immer mehr Verbrauch. Wir wollen Windenergie, aber keine Stromleitungen, die die Energie transportieren. Also ich glaube, der Idealfall ist für uns Deutsche bei der Energiewende erreicht, wenn unser Handy leer ist und wir schön von München mit dem SUV an die Nordsee brettern, um es damit Ökostrom aufzuladen. So stellen wir uns das vor. Philipp Rösler hat ja verlauten lassen, die Energiewende wäre kaum zu schaffen. Ich sehe das nicht so. Zum Beispiel bräuchte es, sagt er, irren Aufwand, um 10% Strom einzusparen. Stimmt nicht. Wenn man zum Beispiel in ganz Deutschland immer konsequent die Glotze ausschaltet, wenn jemand aus seiner Partei Schwachsinn redet, hätte man schon den größten Teil der Energiewende gepackt. Ja. Gut, es gibt ein Problem. Ein Riesenproblem gibt es tatsächlich, das ist der Netzausbau. Hier in Norddeutschland produzieren wir ja viel Strom mit Windkraft, ist bekannt. Aber es gibt keine Netze bis Bayern. Das heißt, irgendwann gehen da mal die Fernseher aus. Das Problem muss man aber jetzt nicht mit teuren neuen Netzen lösen. Ich schlage vor, wir im Norden gucken Fernsehen. Und sollte in der Welt was passieren, was auch für Bayern interessant ist oder was sie auch verstehen, dann rufen wir kurz an und sagen Bescheid. Ne? Ging doch auch. Okay, Angela Merkel hat wirklich keinen wirklichen Plan für die Energiewende. Das ist einfach so. Aber sie hat ein Maskottchen. Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Wissen wir. Ne? Maskottchen ist ganz wichtig. Beispiel. Wir wissen, dass der HSV für alle Zeiten unabsteigbar ist, weil er dieses Maskottchen hat. Den Dino. Ne? Und die Dinosaurier sind ja auch nie abgestiegen. Okay, sie sind ausgestorben, aber nicht abgestiegen. Nie abgestiegen. Merkels Maskottchen für die Energiewende hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem HSV-Dino. Ne? Altmaier, der Umweltgrinsekater. Und als solcher schnurrt er sich durchs Land und verbreitet gute Laune. Ist doch was. Das Maskottchen Altmaier ist so erfolgreich, es spielt demnächst sogar die Hauptrolle in einem Film über die Energiewende. Dennis Gaub und Jesko Friedrich, bitte. So, jetzt drehen wir die Szene, wo wegen der Kohlekraftwerke die ganzen Polkappen schmelzen. Läuft die Kamera? Nee, Moment noch. Shit, wir müssen das nochmal machen. Könnt ihr das nochmal ankleben? Das ist Johannes Schlüterentino. Der bekannte Actionfilmregisseur dreht gerade seinen neuesten Film, ein bisschen Impossible, Mission Energiewende. Drehbuchautorin und Produzentin ist Angela Merkel. Sie schrieb den Low-Budget-Film ohne Happy End. Herr Schlüterentino, in Ihrem neuen Film geht es ja darum, dass die Energiewende noch kurz vor der Bundestagswahl auf einer Arschbacke durchgezogen werden soll. Ich finde das Drehbuch ein bisschen unausgegoren. Ja, aber dafür haben wir einen super Hauptdarsteller. Frau Merkel wollte ja einen harmlosen Glatzkopf mit Brille, der noch grün hinter den Ohren ist. Ich glaube, wir brauchen für die Energiewende einen nationalen Konsens. Aber die Plüschpuppe war ihr dann zu tough. Sie wollte jemanden, der noch leichter beeinflussbar ist. So, ihr könnt alle abhauen. Der Honigkuchen in der ersten Reihe kriegt die Hauptrolle. Ja, genau du. Thank you, vielen Dank. Newcomer Peter Altmaier soll die Welt retten. Regisseur Schlüterentino setzt auf bewährte Actionmotive, die Altmaier einfach nachspielen soll. So, Peter. 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 So, wir drehen jetzt die Szene, wo du absolut nichts gegen die Lobby der Energieriesen unternimmst. Und no action! Für die Szene Ausbau des Stromnetzes soll Altmaier dahin gehen, wo es wirklich wehtut, zu den Energieriesen. So, in der nächsten Szene gehst du in die Konferenzraum und fragst die Energieriesen, wann sie endlich die Stromnetze richtig ausbauen. Das ist eine wichtige Vorbedingung für die Energiewende. Zunächst einmal ist eine wichtige Vorbedingung, dass ich den Weg in den Konferenzsaal finden werde gleich. Oh mein Gott. Herr Schlüterentino, was ist die Botschaft Ihres Films? Kommen Sie mal mit. Hier, um Windparks wie diesen zu bauen, müssen alle höhere Strompreise bezahlen. Bis hin zum kleinsten Hartz-IV-Empfänger.
großen Unternehmen? Nein, die werden befreit. Was? Johannes Schlüterentino. Ein Mann bringt Action in die Energiewende. Wenn Sie das Filmplakat gewinnen wollen aus unserem heutigen Schlüter-Beitrag, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an extra3@ndr.de. Die Preisfrage lautet: Wer ist der berühmte Regisseur dieses Hollywood-Streifens? Liebe Zuschauer, Ursula von der Leyen hat eine Zuschussrente vorgeschlagen, um die Armut im Alter abzufedern. Aber damit kommt sie wohl nicht durch. Vor allem die FDP will nichts an Bedürftige verteilen. Patrick Döring sagte letzte Woche, jeder solle nur so viel Rente bekommen, wie er auch eingezahlt hat. Nur ist das genau das Problem, sagt Uschi von der Leyen. Wenn man 35 Jahre lang 2.500 Euro brutto verdient hat, rechnet sie vor, dann bekommt man am Ende nur 688 Euro Rente. Das ist unter dem Existenzminimum. Und um überhaupt auf diese Minimalrente zu kommen, müsste zum Beispiel ein Friseur oder eine Reinigungskraft oder ein Bäcker am Tag 20 Stunden arbeiten. Deshalb hat die FDP nun die Lösung für das Rentenproblem. Es werden nicht die Renten erhöht oder die Löhne, sondern einfach die Anzahl der Stunden am Tag. Ja, so geht es nämlich auch mit der neuen Uhr für Niedriglöhner. Da hat der Tag nämlich nicht nur 24 Stunden, sondern da hat er gleich viermal so viele Stunden. Hören Sie mal. Ja. Es geht hier bis 48 Stunden. Und das ist ja wahrscheinlich das, was sonst 12 Stunden sind, also das Doppelte. Also hat ein Tag im Prinzip, Moment, ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht, aber ein Tag müsste also Pi mal Daumen um die 96 Stunden haben. Und wenn man da dann 25 Tage im Monat durcharbeitet, kriegt man auch mit Ausbeuterlöhnen von 6 Euro oder weniger pro Stunde eine schöne Rente zusammen. Ja. Gleich kommt das Medienmagazin ZAP. Da geht's natürlich wieder mal um Sex. Wie die Ergo-Versicherung versucht hat, Berichte über Lustreisen ihrer Mitarbeiter zu verhindern. Jetzt aber erstmal ein Jubiläum, auf das ich mich sehr freue. Die 50. Folge unserer Kultserie Neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Zusammengebrochen, um unserem Bundeskanzler Frau Merkel heute zum Titelgewinn weltweit mächtigste Frau auf der ganzen Welt zu gratulieren. Die Käse hoch, drei Käse hoch. Voll geil, ich nur wieder. Die Preisrede der amtierenden mächtigsten Frau der Welt, Michelle Obama, ist uns soeben zugespielt worden. Liebes Deutschland, liebe Angelika, ich bin stolz, dir diesen Wanderpokal aus Hartgummi zu überreichen. Ich habe ihn Horst genannt, manchmal kann er sogar sprechen. Sag doch mal was, Horst. Hilfe, ich bin seit Jahren in der Gewalt dieser schrecklichen Frau. Ach, ist das rührend. Wenn man ihm die Hand hinten in den Rückenschlitz steckt, kann man sogar machen, dass er den Kopf nach links dreht. Angie, du hast ihn dir verdient. Ich habe in den letzten Jahren nur eine einzige Dummbratze so unterdrückt. Du schaffst das mit 80 Millionen Vollidioten. Hilfe, Deutschland, hol mich bitte hier raus. Ich hab schon ganz dicke Glotzkorken vor Freude, aber jetzt hab ich echt keinen Bock mehr auf den Kitsch hier. Kann ich den Obama dann vielleicht haben? Vergiss es, und jetzt gebe ich in Gülschans Trinkhalle für alle eine Flasche Chaton de Plomb aus. Oh, ja, nee, für euch doch nicht. Mit alle meinte ich alle meine Kumpel von den Europa-Verschrottungs-Illuminaten. Prima, die Angelika feiert also alleine weiter und wir anderen treffen uns zum Mettbrötchen-Frustfressen in der Perücken. Waschanlage am Potsdamer Platz.